Marco Reus, wie würde seine Karriere aussehen, wenn er nochmal von vorne startet und verletzungsfrei bleibt, sowie einen etwas anderen Weg wählt? Das finden wir heute heraus. Dafür spielt er natürlich wieder bei Gladbach. Hier im Hintergrund seht ihr auch das aktuelle Team noch. Der Spieler des Jahres in der ersten Saison war Robert Lewandowski und hier im Hintergrund seht ihr noch das Team des Jahres, vor allem mit vielen Manchester City-Spielern. In der Liga konnte Gladbach sich sehr gut verkaufen. Dritter Platz hieß es am Ende. Champions League ist man qualifiziert fürs nächste Jahr und Dortmund hat die Liga gewonnen. Im DFB-Pokal ist man im Halbfinale leider gegen Leipzig gescheitert und im Finale konnte dann aber Bayern den Pokal gewinnen. Die Champions League hat ebenfalls Bayern München gewonnen. Reus konnte in seinem ersten Jahr 14 Tore und 7 Torvorlagen erzielen in 34 Einsätzen und er ist hoch auf eine 81. Selbstverständlich bleibt Marco Reus auch eine zweite weitere Saison bei Borussia Mönchengladbach. Hier im Hintergrund seht ihr noch das Team, an dem sich nicht wirklich was geändert hat. Der Spieler des Jahres in der zweiten Saison wurde Mohamed Salah und hier seht ihr im Hintergrund noch das Team des Jahres, vor allem mit Liverpool und Realspielern. Am Ende der Saison ist Gladbach auf dem 6. Platz gelandet und hat sich in diesem Fall sogar nur für die Conference League qualifiziert. Das ist natürlich etwas enttäuschend. Meister wurde wieder Borussia Dortmund. Im DFB-Pokal sah es ebenfalls nicht gut aus, dort ist man direkt rausgeflogen gegen 1. FC Köln. Und am Ende hat das Finale Hertha BSC Berlin einfach gewonnen. Auch mal was Neues. In der Champions League ist Gladbach im Achtelfinale gegen Villarreal gescheitert und am Ende hat Manchester City diese gewonnen. Auch wenn seine zweite Saison nicht so lief wie erwartet, sind ihm dennoch 14 Tore und 7 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 84. Da Borussia Dortmund die letzten zwei Jahre Meister wurden, hat sich Bayern München auf eine Suche nach einem neuen Spieler gemacht und ist da bei Marco Reus fündig geworden. Hier im Hintergrund seht ihr das aktuelle Team von Bayern München. Der Spieler des Jahres wurde Kylian Mbappé und hier im Hintergrund seht ihr noch das Team des Jahres, vor allem mit Manchester City und Paris Saint-Germain Spielern. In der Bundesliga musste Bayern München sich leider diesmal Leipzig geschlagen geben. Zweiter Platz hieß es am Ende immerhin. Und auch im DFB-Pokal musste man sich im Viertelfinale gegen Leipzig geschlagen geben. Am Ende hat Dortmund diesen gewonnen. In der Champions League war auch im Achtelfinale Schluss gegen Manchester City und am Ende hat Real Madrid diese gewonnen. In dieser Saison konnte Marco Reus leider nicht überzeugen. 14 Einsätze, nur 0 Tore, eine Torvorlage sind ihm nur gelungen und er ist hoch auf eine 85. Da bei Bayern München kein Vorbeikommen an Thomas Müller war für Marco Reus, ist er nach Paris Saint-Germain gewechselt. Hier im Hintergrund seht ihr auch noch das kranke Team von PSG. Im Team des Jahres sind auch einige Spieler von Paris vertreten, vielleicht irgendwann mal auch Marco Reus. Und die erste Saison bei Paris lief für Marco Reus titeltechnisch sehr gut, denn sie konnten auf jeden Fall die Liga gewinnen und auch noch den Pokal. In der Champions League konnte man sogar bis zum Halbfinale kommen, dort ist man aber leider gegen Barcelona gescheitert und am Ende konnte Real Madrid das spanische Finale für sich entscheiden. Marco Reus war im Mittelfeld gesetzt, denn er konnte 55 Einsätze auf sein Konto verbuchen. Dabei sind ihm auch noch 12 Tore und 3 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 87. In der fünften Saison kam ein Angebot für Reus rein von dem amtierenden Champions League-Sieger Real Madrid, denn sie brauchten einen Modric-Ersatz und hier im Hintergrund seht ihr das kranke Team von Real Madrid, wofür sich dann Reus natürlich entschieden hat. Der Spieler des Jahres wurde Kylian Mbappé und hier im Hintergrund seht ihr noch das Team des Jahres, leider noch ohne Marco Reus. Und das erste Jahr läuft souverän für Marco Reus bei Real Madrid, denn sie konnten als erstes die Liga gewinnen, auf jeden Fall mit gutem Abstand. Dann konnten sie neben der Liga auch noch den Pokal gewinnen gegen Celta Vigo im Finale gewonnen und schlussendlich konnte man auch noch das Triple sich sichern gegen Manchester City im Champions League Finale und damit hat Reus sein erstes Triple gewonnen. Marco Reus war in dieser Triple-Saison auch absoluter Leistungsträger für Real Madrid, denn er hat alle 60 Spiele gespielt, 18 Tore, 16 Torvorlagen konnte er sogar dazu beisteuern und am Ende war er hoch auf eine 90. Und wenig überraschend bleibt natürlich Marco Reus eine weitere Saison bei Real Madrid. An dem Team hat sich natürlich auch nicht viel verändert. Der Spieler des Jahres wurde einer von Real Madrid und zwar Erling Haaland. Und hier im Hintergrund seht ihr noch das Team of the Year. Natürlich, wer ist dabei? Marco Reus neben gefühlt dem ganzen Real Madrid-Squad. Am Ende der Saison hieß es für Real Madrid dritter Platz. Man musste sich leider seinem Rivalen Barcelona geschlagen geben, die mit gutem Abstand Ligameister wurden. Dennoch konnte man die Champions League gewinnen im Champions League-Finale gegen Atletico Madrid. Reus konnte wieder eine sehr gute Saison auf sein Konto verzeichnen. 55 Spiele, also so gut wie immer gespielt. Dabei sind ihm 20 Tore und 10 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 90. In der siebten Saison und damit auch die letzte Saison dieser Karrieresimulation hat sich Marco Reus nochmal entschieden, in sein Heimatland Deutschland zurückzukehren und zwar genau zu Borussia Dortmund. Dabei hat er sich dem spannenden Projekt von Borussia Dortmund angeschlossen, bei dem sie alte Spieler und auch aktuelle Spieler von Dortmund zurückgeholt haben, um dann das Triple angreifen zu können. Der Spieler des Jahres wurde Kylian Mbappé und hier im Hintergrund seht ihr noch das Team des Jahres. Der erste Titel für Borussia Dortmund in diesem Jahr steht auf dem Konto und zwar die Bundesliga-Meisterschaft konnte man gewinnen mit einem
Punkt Vorsprung vor VfL Wolfsburg. Und auch im DFB-Pokal war man erfolgreich. Gegen Hoffenheim konnte man im Finale 2-1 gewinnen und damit das nationale Double sich sichern. Und schlussendlich in der Champions League konnte man sich das Triple sichern. Nach sehr spannenden und knappen Achtelfinal- oder K.O.-Spielen generell hat man es geschafft, im Finale Barcelona 4-2 zu besiegen. Marco Reus konnte dann mit dieser Saison die Karrieresimulation sehr gut beenden. Und lasst ein Abo da, falls ihr weitere Karrieresimulationen nicht verpassen wollt, und schaut gerne bei den alten vorbei.